Herzlich willkommen am Spitzweinweg 28. Hier im ehemaligen Salbahnhof hat es sich ein Team aus Musikverrückten zur Aufgabe gemacht, das auf die Bühne zu bringen, was sie seit 2009 so richtig feiern. Es geht hier um Stoner Rock, es geht hier um den Bluesrock der 70er, es geht hier um die handgemachte Stromgitarrenmusik, Psychedelic. Sie haben nicht nur inhaltlich einen Szenetreffpunkt für Leute wie mich geschaffen, die diese Musik feiern, sie waren auch baulich äußerst fleißig. Ich möchte euch ein paar Sachen zeigen, die ich richtig feiere. Zum Beispiel hier unten der Fußboden, aus einer Turnhalle rausgeruppt und hier wieder neu verlegt. Oder hier drüben die neue Bar. Hier steht ein Haufen Werkzeug rum, hinten wird gerade eine Hammond-Orgel installiert und ich als Musiker muss sagen, der Sound hier drin ist richtig, richtig fett. An der Wand Lemmy Kilminster, Gott hab ihn selig. Als ich sagte, dass dieses Projekt das auf die Bühne bringt, was sie richtig feiern, war das nicht ganz richtig. Sie geben auch anderen Veranstaltern die Chance, ihre eigenen Inhalte hier auf die Bühne zu präsentieren. Ich rede zum Beispiel vom Offbeat Club, ich rede hier vom Med Club, ich rede hier vom Drittspam oder der Jazzmeile. Im Winter letzten Jahres haben sie damit begonnen, einen Schnittraum einzurichten und hier Kameratechnik zu installieren, damit Bands auch digital und online stattfinden können und unterstützen so eins der wichtigsten Streaming-Projekte der jener Veranstaltungsszene. Und genau darum geht es bei diesem Start Next Projekt. Unterstützt die Macher des Cosmic Dawn Jena e.V. jetzt bei ihrer Vision, den kulturellen Winterschlaf zu überstehen und dann, wenn es wieder möglich ist, gemeinsam mit euch das zu tun, wofür dieser Club gemacht ist. Handgemachte Stromgitarrenmusik. Dafür nicht nur ein fettes Dank von mir, sondern auch vom gesamten Team des Cosmic Dawn Jena e.V.